gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Yeah. Ooh, what they're saying. There will come a day when you will pass away. What will you say about me? When the end comes, I know they say just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, sell me romance. Oh, what they're saying. And there will come a day when you will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they say just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and just nobody cares for me. There's nobody cares for me. And I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I am so bad. Bozy ta ta ta, city bop. Da sitzt nicht nur jeder Ton, sondern auch die Klamotte. Stilsicher, wunderbar anzusehen. Teilweise obenrum Swing, untenrum die Fantas. Die sind auch noch vertreten mit den Turnschuhen. Hybrid. Dankeschön. Das war toll. Steff, wie hat's dir gefallen? Das war so ein cooles Ding. Also in meinem Kopf war relativ schnell einiges klar. Der Geheimnisvollste ist auf jeden Fall Tom. Ja, 100 Punkte für Thema Geheimnis. Und die große Frage, was steckt noch so alles in dir? Auf jeden Fall. Sebastian, ich wäre gern dein Kumpel, muss ich sagen. Du gerne. Kamst auf die Bühne. Cool, gerne. Also, ich bin für alles offen. Die Typen haben die geilste Attitude. Also, genau, das meine ich. Du bist einfach von der Type her jemand, du kommst auf die Bühne und ich habe sofort Bock, irgendwie mit dir zu quatschen und irgendwie abzuhängen. So. Also mega geile Ausstrahlung, top. Und dann muss ich aber sagen, die geilste Attitude beim Gesang und vielleicht auch die beste Stimme von euch dreien. Johannes, da bist du für mich ganz weit vorne. Danke. Also, eure Konstellation hat so viel Cooles und Spannendes. Wahnsinn. Mega. Sehr charakterstark auf jeden Fall, alle drei. Alvaro, wie war das für dich? Also bei dem Song, es ist ja nicht nur performen und singen, sondern auch wirklich ein bisschen Acting auch, ne? Und bei dir, Johannes, bei dir war das auch dabei. Und dort noch diese schöne tiefe Stimme, wo du dann reingekommen bist. Und es war sehr smooth und einfach geil. Und bei dir, Sebastian, ist auch diese Strahlkraft. Also ich kann mich nicht entscheiden, so zwischen, was ist mir wichtiger jetzt, ne? Aber das ist echt cool gewesen. Ich hab sehr genossen und das am Ende, darum geht's ja, ne? Also es war echt cool. Ja, unsere drei Gentlemen hier, das ist echt toll. Wir sind auch total stolz auf euch, unsere Swing Boys. Jeder mit einem ganz tollen eigenen Charakter schon, trotz jungen Jahren. Ich fange bei Sebastian an.
das am Anfang bei den ersten Proben die Töne gar nicht gehabt und so. Und jetzt mit Harmonies alles gesessen, wirklich toll, gut an dir gearbeitet. Das ist, was wir uns Dankeschön. Wirklich hier erhoffen, dass ihr das annehmt und den Schritt weitergeht. Und den habt ihr alle gemacht, diesen Schritt. Vielen Dank. Danke. Tom, du verkörperst das trotz deinen jungen Jahren, dieses Zeitalter des Swing. Dein Verhältnis zum Swing ist so ähnlich wie unser Verhältnis zum Hip-Hop, als wir Teenager waren. Sie haben uns auch so geholfen, unsere Persönlichkeit über die Zeit zu finden. Und du hast den Mut genommen, dich reinzunehmen und hast dich super eingebaut. Und du hast eine echt coole Stimme. Also ich finde es irre. Und das wisst ihr vielleicht gar nicht, Johannes war krank. Wow. Saß in Österreich fest. Nein. Und konnte die ganze Zeit nicht mitüben. Ah, und krass. Gott sei Dank hat es geklappt, kam jetzt kurz vor den heißen Proben dazu. Glücklicherweise. Ja. Und hast das dann aber trotzdem mit so einer Lässigkeit und, so einer, und deinem besonderen Schmäh in der Stimme natürlich auch ganz toll komplettiert und zu dem gemacht, was es ist. Also deswegen auch für deinen Sportsgeist vielen Dank. Super krass. Ja, danke. Ja. Also, Männers, wir haben darüber gesprochen. Ne? Wir wissen, dass wir uns hier in Wettbewerb befinden. Alle kennen die Regeln. Also, wie immer es wird, wir werden von euch drei in irgendeiner Form hören. Und jetzt müssen wir uns leider entscheiden für eine Person. Aber ich hoffe, wir fünf können Freunde bleiben. Das denke ich auch. Für immer Freunde. Mhm, hoffentlich. So sieht's aus. Die drei hatten auf jeden Fall Spaß hier auf der Bühne. Aber jetzt ist der Moment tatsächlich gekommen. Ich mach's kurz. Wir gehen mit der Sicherheit und der Präzision. Johannes. Hey! Johannes, du bist in den Sing-Offs. Glückwunsch. Glückwunsch. Und ihr beide könnt auch so wahnsinnig stolz auf euch sein. Hey, super, Jungs. Toll, dass wir uns kennenlernen konnten. Vielen Dank für alles. Ja, ich würde gerne noch kurz was sagen. Gerne, also, sag noch was. Ich wollte mich einfach bedanken bei dem tollen Team hier bei euch. Ihr seid immer noch die besten Jungs. Und ich hoffe, dass Johannes natürlich ins Finale kommt und für Team Panda gewinnt. Danke. Einen Applaus für Tom und für Sebastian. Die können sehr, sehr stolz auf euch sein. Und jetzt ist dein großer Moment gekommen, denn du bist in den Sing-Offs. Dann lass dich auf jeden Fall mal feiern. Danke. Tschüss. Ciao. So super. Obwohl ich jetzt nicht bei jeder Probe dabei war, hat es trotzdem gereicht. Ist schon eine coole Sache, ja. Sing-Offs.